Hey Leute, was geht ab? Und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt es nach sehr langer Zeit, ich bewerte eure Teams in einem WM-Spezial. Leute, ich habe natürlich meine eigene Liga und da werde ich mir jetzt ein paar Teams herausgreifen, 5-6 Stück. Und ja, dann werde ich die ganzen Liga-Teams, die ich heute rausgreife, bewerten nach meinem klassischen System. 0 bis 5 Punkte kann man bekommen. Nein, also insgesamt kann man 0 bis 10 Punkte bekommen und 0 bis 5 kann man bekommen für die Teambewertung und dann nochmal 0 bis 5, wie mir das Team so persönlich gefällt. Ist jetzt im WM-Modus ein bisschen schwierig, weil wenn es eine Nation ist, die ich nicht so feiere, sage ich mal, werde ich trotzdem nicht 0 Punkte geben, ne? Auf jeden Fall habe ich hier meine schlaue Liste am Start. Ja, soll ich die euch nochmal vorstellen? Unter einer 90er Bewertung gibt es 0 Punkte, 90 bis 92 1 Punkt, 93 bis 94 2 Punkte, 95 bis 97 3 Punkte, 98 bis 99 4 Punkte und 100 über 100 5 Punkte, aber das ist ja im WM-Modus ein bisschen schwierig. Das war ein Witz, ne? Ja Leute, wer auf jeden Fall OneFootball noch nicht hat, kann sich OneFootball gerne runterladen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Leute, ich habe es auch gerade gemerkt, das ist ein bisschen dumm, wenn ich die Bewertungen so raussaue, wie ich es eben gesagt habe. Also ich habe es nochmal ganz kurz geändert für den WM-Modus Spezial. Unter 84 gibt es 0 Punkte, dann 84 bis 86 gibt es einen extra Punkt, 87 bis 88 2, 89 bis 90 gibt es 3, 91 bis 92 gibt es 4 und über 93 gibt es 5 Punkte. Und wenn ihr auch euer Team bewertet haben wollt, nicht nur also WM-Modus oder normalen Modus, ich denke mal eher normalen Modus, weil die WM ist ja jetzt vorbei. Der WM-Modus nähert sich auch dem Ende. Dann schickt mir euer Team per Screenshot. Ihr macht einen Screenshot mit eurem Handy. Eine gute Qualität soll es schon sein. Und dann das Ganze per E-Mail, Leute. Die E-Mail ist jetzt hier eingeblendet oder auch nochmal unten in der Videobeschreibung steht die. Ja, ich habe damit halt aufgehört, weil sehr viele Einsendungen kamen und ich halt nicht mehr so wirklich hinterher gekommen bin. Ich hoffe, wenn ihr eine bessere Regelung habt, wie ich das machen kann, schreibt sie mir aber gerne unten in die Kommentare, weil per E-Mail ist es halt am einfachsten, die Screenshots zu bekommen. Aber Leute, beim letzten Mal war mein E-Mail-Postfach sogar voll. Ich glaube, ich hatte 600 E-Mails mit den Screenshots und ist klar, dass ich da nicht hinterherkomme, Leute. Es tut mir leid. Aber was soll ich da, keine Ahnung Leute, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall starte ich jetzt hier mit der Liga, weil ich habe ja aktuell noch keine E-Mails. Ich habe alles gelöscht in meinem E-Mail-Postfach, weil es eh alte Screenshots sind von euren Teams. Und ich werde heute anfangen. Einmal werde ich hier ganz oben mal nachschauen, Leute. Wir starten gleich richtig gut rein wahrscheinlich mit dem Team von Tom. Er hat im normalen Modus eine 110er Bewertung, aber wir gucken uns heute nur die Nationalmannschaften an. Und die Frage ist, okay, ja, Deutschland nur mit 93, also nur in Anführungsstrichen mit 93. Damit bekommt er auf jeden Fall schon mal, ja, 5 extra Punkte. Er ist ganz knapp bei der Grenze, also 5 Punkte, 5 Packs Trader, Sternchenpunkte hat er auf jeden Fall jetzt schon mal safe. Und das Deutschland-Team, muss ich sagen, ja, okay, Trapp ist jetzt nicht so, ne? Gomez auch nicht so wirklich, Demi bei und Hövedes. Ich sag mal, 3 bis 4 Punkte kriegst du für dieses Deutschland-Team. Ich würde eher sogar sagen 4. Du hast Plattner drin, aber nur Plattner rettet hier den Punkt Tom. Vielleicht siehst du ja dieses Video, Tom. Kannst ja mal in den Liga-Chat schreiben. Vielleicht gucke ich da auch mal wieder rein. Auf jeden Fall hast du 9 von 10 Punkten hier für dieses Deutschland-Team bekommen. Genau. Ja. In den nächsten Ich bewerte eure Teams Folgen werde ich nicht die Liga-Teams bewerten, sondern ich werde halt die Screenshots nehmen, die ihr mir per E-Mail zuschickt. Und wenn einer noch eine bessere, eine viel bessere Möglichkeit hat hier, dass ich das machen kann, also dass ich die Teams bewerten kann, irgendwie anders, wenn es irgendwie besser gehen sollte, gerne unten in die Kommentare schreiben. So, dann hole ich mir nochmal das Team von Ibrahimovic ran. Mal gucken, was Ibra hat für ein Team. Gucken wir mal das Nationalteam natürlich an. Er hat auch ein Deutschland-Team hier, der Ibrahimovic. Und das gefällt mir. Also auf jeden Fall eine 92er Bewertung. Damit hat er nicht die 5 extra Punkte, sondern 4. Ja, okay. Wer mir jetzt nicht so gefällt, ist Rüdiger als Rechtsverteidiger. Demi bei im ZOM. Aber dafür hat er Reus und Werner und Neuer. Also ich würde ihm mal auch dafür eine 4 geben. Eine 5 ist es noch nicht. Dafür müsstest du noch Kimmich rechts haben und im ZOM vielleicht auch noch einen anderen
Ja, also 4 Punkte dafür, das heißt, du bekommst insgesamt 8 von 10, Ibrahimovic, aber 8 von 10 ist definitiv in Ordnung. Wenn ihr euch an die letzten Folgen, kann sich noch jemand an die letzten Folgen von Ich bewerte eure Teams erinnern, also alles, was über 4, 5 ist, ist halt auch gut. Und was ich nochmal sagen wollte, wenn ich jetzt hier ein Team mit 1 oder 2 Punkten bewerte, heißt es ja nicht, dass ihr ein komplett schlechtes Team habt, sondern es heißt nur, dass ihr nicht so viel gespielt habt und dass ihr vielleicht Spieler habt, die mir nicht so gefallen, aber euch können die Spieler ja gefallen. Ist ja mit Plattenhardt genauso, mir gefällt Plattenhardt und viele von euch gefallen Plattenhardt nicht oder gefällt Plattenhardt nicht. So, dann gucke ich mir noch das Team von hier Hannover-Fan. Ist Hannover-Fan nicht der Lukas? Der Lukas Siebert? Ich glaube schon, ne? Lukas-Fan? Doch, doch, oder? Ach, nicht Lukas-Fan, Hannover-Fan hier. Doch, das müsste Lukas Siebert sein hier. Mal gucken, was der Lukas so hat hier. Schauen wir mal. So. Er hat gerade ein Brasilien-Team aktiv. Wahrscheinlich nicht seine Hauptnation. Aber ich kann ja nur das Team bewerten, was er aktiv hat. Und das heißt, er bekommt für sein 88er Brasilien-Team 2 Punkte. Ja, Ederson finde ich gut. Felipe Luis hat er im ZL. Okay, das müsste eigentlich auch Abzüge geben. Costa. Also das Brasilien-Team ist hier noch nicht on point. Kein Neymar drin, Lukas. Ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht dein stärkstes Team. Aber ich kann halt, wie gesagt, nur was bewerten, was ich hier auch sehe. Ja, ich würde mal sagen, maximal. Aber wirklich maximal 3 Punkte dafür. Das heißt, du kriegst insgesamt 5 von 10 Punkten für dieses Brasilien-Team. So, dann gucke ich mir mal auch mal das Team von... Leute, ich mache sie jetzt einfach so, wie ich hier gerade durchscrolle. Hier, Milky Way gucken wir uns auch mal an. Was der Milky Way so hat für ein Nationalteam. Er hat ein Deutschland-Team. Und dafür, Leute, 0 Punkte für den Milky Way. Wahrscheinlich hat er den WM-Modus überhaupt gar nicht gespielt. Ja, ne? Oder keine Ahnung, vielleicht hat er sich Deutschland erst freigeschaltet. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, dann gucken wir uns mal noch das Team von Lico Dana an. Da bin ich auch mal gespannt hier. Ich schätze, das stärkste WM-Team, was wir bis heute, oder was wir heute sehen. Doch nicht. Okay, Belgien. 80er Belgien-Team, 0 Extrapunkte. Und für das Team, Fellaini, Tielemans ist drin, Miralas ist drin, Benteke, Castells 2, maximal 2, wenn nicht sogar eher 1 Punkt, aber ich gebe dir mal 2 Likodana, also 2 von 10 Punkten. Kurios, natürlich weiß ich, dass jetzt hier, dass ich nicht immer die stärksten Teams sehe, weil man hier nicht die stärksten, weil man halt nicht alle Teams angucken kann, sondern nur die Teams sehen kann, die halt aktiv sind. So, dann gucken wir uns mal Coolings Team an hier. Schauen wir mal, Cooling, was er für ein Nationalteam hat. Er hat Portugal, er ist auch Portugal-Fan. Ich glaube, Benfica-Fan mit Jonas oder wie der Typ heißt da. Spielt er nicht bei Benfica, ich glaube schon. Jonas findet er richtig gut. Wir können ja gleich mal ganz kurz das normale Team anschauen. Da hat er, glaube ich, Jonas im Sturm drin. Auf jeden Fall für die 89er-Bewertung kriegst du gerade so noch die 3 Extra-Punkte. Und für das Portugal-Team, ja, natürlich fehlt Ronaldo da, ganz klar. Aber Rui Patricio hat da drin, er hat einen William Carvalho drin, Renato Sanchez, André Silva, Bernardo Silva. Ja, ich würde mal sagen, 3. 3? Ja, 3 Punkte dafür. Das heißt, du kriegst insgesamt 6 von 10 und 6 von 10 ist definitiv stark, muss man sagen. Für dieses Portugal-Team. Achso, ich wollte noch ganz kurz hier das normale Team von Cooling schauen, weil ich will mich kurz selbst davon bezeugen, dass er Benfica-Fan ist, weil... Bitte stürzt jetzt nicht ab, FIFA. Okay, er hat keinen Jonas, aber sein Team sieht richtig gut aus mit Sané, Messi, Mbappé vorne drin. Und er hat Mario Fernandes gezogen als Schachspieler, okay? Also das Team gefällt mir, mit Ter Stegen noch als Tots Gold, also starkes Team, Cooling. So von den Design der Karten und so, wie du die sie eingesetzt hast, gefällt mir das Team echt. Ein Team bewerte ich noch, Leute. Nämlich hier das Team von Rapsöl, Leute. Und die anderen Teams, die ich jetzt hier nicht bewertet habe, ich kann ja halt nicht 30 Teams in einer Folge bewerten. Ich habe jetzt einfach mal so durchbewertet und dieses Team ist auch eine 0. Alleine schon, wenn ich die 78, obwohl nicht eine 0. Er hat einen Messi, er hat einen Özil drin, er hat einen Pedersen drin, die gefallen mir. Und er hat einen Plattenhardt drin. Also das gibt auf jeden Fall einen Punkt für dieses Team. Aber für 78er Bewertung halt 0 Punkte.
Und das war's für die heutige Folge. Ich bewerte eure Teams. Wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schickt mir eure WM-Teams und euer normales Team per E-Mail. Die E-Mail ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr OneFootball noch nicht habt, könnt ihr OneFootball gerne runterladen. Das war's von mir. Wir sehen uns wieder heute Abend um 20 Uhr in der Folge. Haut rein und tschüssi. Auf jeden Fall um 20 Uhr reinschalten, Leute, weil da habe ich ein richtig geiles Pack geöffnet. Ein Schachspieler-Pack kann ich schon mal jetzt vorweg spoilern. Haut rein und tschüssi.